Ich bin ziemlich weltfremd aufgewachsen, wie so ein bisschen märchenhaft, ja. So abgeschieden von der normalen DDR-Realität. In der Klasse waren wir drei. Also wir sagten immer, wir waren verzaubert. Meine erste Bindung ist durch die Mauer kaputt gegangen. Wir hatten uns drei Schwerpunkte gesetzt. Die sind Familie, der Kreis, der dort ist, übernimmt alle Funktionen vom Verreisen, vom Weihnachtenfeiern und so weiter. Wir sind mal eine ziemlich volle Kneiperin und die bröten gleich vom Tresen aus. Oh, wer hat denn den letzten Bus ausgekippt? Als ich zum ersten Mal in einer Schulenkneipe war, viele hielten mich da zu Anfang auch für einen Stasi-Mann oder Polizei. Und da bin ich also ganz schnell dahinter gekommen, dass es nicht die Polizei ist, sondern das war ein Herr, der meinte, gut angekommen. Wir wollten nicht nur verhaften, wir wollen auch helfen. Das hat er wirklich gesagt. Ich als Parteimitglied dürfe doch nicht schwul sein und das sogar noch propagieren. Ja, und dann nach 5 Minuten war ich raus und war aus der Partei ausgeschlossen. Einen Tag vor dieser Fahrt nach Ravensbrück wurde ich zur Polizei vorgeladen, zur Abteilung Erlaubniswesen. Dann wurde mir noch nachgerufen, diskriminieren Sie nicht die Opfer des Faschismus. Und die machten so eine blöden Bemerkung wie, also euch würden wir nicht mal mit dem Stuhlbein ficken. Ich habe auch gemerkt, dass mir also meine Freunde wichtiger sind als dieser zu führende Verrat.